Ich bin so schlecht. Digga, was machst du, Digga? Du warst echt schnell, Mann. Wie, du hast Ballett getan? Was hast du alles gemacht für einen deutschen Pass, Digga? Moin, meine lieben Freunde, was geht ab, Wing Family? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wings Perfekte Minute. Und heute haben wir Wing Dodo am Start. Findest du das geil? Und. Ich wollte es genauso einfach so. Wir spielen ein Spiel. Es gibt Aufgaben, die man innerhalb von 60 Sekunden lösen muss. Jeder Kandidat hat 2 Leben. Wenn er sich hochpokert und die Aufgabe nicht löst, dann verliert er eines seiner Leben. Wer am Ende am meisten Leben hat, hat gewonnen. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Runde. Und zwar Shots trinken. Wir haben hier viele verschiedene Shotbecher. Und ein Clear Whale von MyProtein. Der ist übrigens jetzt neu rausgekommen. Cola-Geschmack. Und jetzt ist die Frage, wie viele Shots schafft man in einer Minute zu trinken? Oder schaffst du, du in einer Minute zu trinken? Keine Ahnung. Wir fangen hier beim Shots Magier an. Ich muss kurz sehen. Du musst immer Berechnungen erstellen, weißt du? Aber also ich würde sagen, ich fange an mit, ich sag locker, Flock, ich sag erstmal 10. 10 schaffe ich. Wollte ich auch sagen. 10. 10 ist doch machbar. Dann mache ich 11, weil ich glaube, ja, das sind 6 pro Sekunde. Also das ist machbar. 10. 10 ist gut. 10. Ich hab 3 jetzt schon gesagt. Ah, Digga, ich hab dich mal zugehört, Digga. Hä? 15 sind drin. Digga, das ist jetzt schon eine ganz andere Rechnung, ne? 15 durch 60. 4 pro Sekunde. Nein. Locker. Nein. 4 pro Sekunde. Was? 1 pro 4 Sekunden. Aber die Frage ist, irgendwann ist der Bauch auch voll. Ja. Ja. Und ich kann nicht so viel Protein. Wie viel Liter? Ein Liter schaffst du nicht zu trinken? In einer Minute! Ich glaube, ich hab ein bisschen Angst gemacht. Was? Hä, wie? Du bist raus? Du hast doch 15 gesagt! Lass dich nicht verunsichern. Ich hab 30 gesagt. Achso. Okay, ich sag 16. Ein mehr, ganz ehrlich. Dann mach ich auf jeden Fall 17. Ich bin raus nach Ausgangsrechnung. Er ist Ingenieur, Mann, ich okay, ich wollte nur hochpokern und ich will mir das Spektakel einfach angucken. Das heißt, ich muss jetzt 17 Shots vom neuen Clearway von MyProtein trinken. Dann würde ich sagen, wir bereiten das Ganze jetzt zu und dann stelle ich mich der Challenge. Aber ohne Wasser. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt insgesamt 17 Shots. Ich muss jetzt 17 Shots innerhalb von 60 Sekunden trinken. Und ganz ehrlich, guter Dinger. Wenn ich das so sehe, das sieht so wenig aus. Das sieht viel zu wenig aus, Digga. Was habe ich da geschätzt, Digga? War ich Lash? Ja, warte. Darfst du doch nicht anfassen. Ich schwör, was machst du da? Hey, da drücken, Digga. Was bist du für ein Schummler? 3. 2, 1, go! Schafft er nicht. Easy. Ja, ich weiß. Oh, scheiße, Mann. Wir sind ehrlich, das ist echt dumm gewesen. 30 Sekunden. Vielleicht kann er nicht mehr. Doch, Mann. Wir brauchen. Oh, ich dachte, die Seite wäre schon leer. 20 Sekunden noch. Das war was nicht. Nein. 35. Oh, das wird knapp. Das wird überhaupt nicht knapp. Er kämpft. Aber danach ist er K.O. für die nächste Runde. Ja. Digga, gratis Eiweiß und. Ach, oh, Digga. Ja, Mama, Papa. Das war so dumm. Oscar, so ein Punkt verspielt. Oscar, er hat so wenig reingebracht. Und 11 Sekunden noch übrig, Digga. 1-0 für Wing! Für Wing! Wing. Weil du letztes Mal verloren hast, Junge. Ja! Das war echt zu easy. Ich würde sagen, damit gehe ich in Führung. So, meine lieben Freunde, Spaß. Ihr seht jetzt einmal den aktuellen Punktestand. Ich sag's extra noch einmal, weil ich in Führung gegangen bin. Und damit gehen wir in Runde Nummer 2. Und zwar spielen wir als nächstes Make and Break. Und zwar ist die Frage, wie viele Make and Break Statuen schaffst du in 60 Sekunden aufzubauen. Das ist richtig geil. Müssen wir auch so machen, richtig dieses Make and Break! Make and Break! Kennst du das von früher aus der Werbung? Die haben immer so das umgehauen. Ich glaube, er hat die afrikanischen Make and Break Variante. Ich habe das noch nie gespielt. Okay. Oscar. Übertreib's bitte nicht! Nee, 6. 7. Du bist was? Nicht dran! Ich dachte, nach Oscar fange ich wieder an! Ich hätte 2 gedacht. Ich hatte auch 3! Guck mal! Egal. Ja, scheiß drauf. Ich will euch diesmal keine Tipps geben. Nee, Mann. Niemals 6. Mehr als 6 mache ich nicht. Ich bin raus. Meinst du, ich sag's euch ehrlich. Ich hätte ein bisschen Bock auf so Graf Kamora-Risiko. Ich hab kein Risiko. 7! 7! Ich hab's erst jetzt gemerkt. Digga! Ohne Regen. Eben habt ihr. Haben wir alle unterschätzt. Weißt du warum? Weißt du warum? Nein, nein. Diese Karte
Sag mal, zack, machst du? Schmeißt du hin? Gleich, ich glaub, 8 ist das schon eine Grenze. Digga, das ist doch ein Nervenkitzel! Ja, man muss hier so unter Druck arbeiten und ich hasse das. Dann kipp ich aus Versehen alles um oder so. Ich glaube, ich passe. Okay. 8 Stück. Ich müsste jetzt 9 dran. Lass ihn machen, er hat so ein großes Maul gehabt. Lass ihn machen. Warum bist du nicht so, Digga? Warum bist du nicht so? Digga, darf er so? Aber sagst du machst 10, wenn ich 9 sag? Weiß ich nicht. Dann sag ich nicht, Digga. Okay, sag nicht. Dann würde ich sagen, Dodo ist mit 8 der Herausforderer der Runde und er wird jetzt anfangen mit der nächsten Aufgabe. Ich werde mir mein Leben holen. Runde Nummer 2, Wing, Dodo tritt an. Ey, letztens haben die Schwarzen die ersten beiden Runden verloren, diesmal. Sagst du, gewinnst du? Werden wir gewinnen, Digga. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, go! Die Zuschauer können jetzt lange sehen, Digga, was Digga. Dodo aufbauen muss. Schon zu lange, Digga. Oh. Digga, schon zu lange, Digga. Digga. 1. Nein! Warum kann man so schlecht sein, Digga? So? Falsch. Nein! Ist richtig, Digga. Der muss auf die Seite. Ja, das muss genau sein. Der ist einfacher, der ist einfacher. Ja, der ist einfacher. Der ist einfacher. Der ist einfacher, Digga. Was macht dieser Typ da? Was wäre jetzt? 2. Ja. Ja. So, Digga. Oh, was ist das denn, Digga? Der ist einfach, auch einfach. Der ist auch einfach. Der ist so eine 3. Boah, 3, Digga, seine Zeit läuft! Digga, alle Scheine zu benutzen ist richtig hart, Digga. Komm, Junge, komm! 4. Jo. Komm, Junge, komm! Komm, wie Hälfte hast du? Komm! Boah! Boah! Ich seh dich da. Doch! Boah! Ja, warte! Und fertig! Ich wusste es! Nicht geschafft. Das Ding ist, ich hab gedacht, dass wir das hier machen, Digga. Dass du 3 Scheine brauchst oder so. Dann hat er auf einmal das umgedreht, dann kam das rote und das hat mich gebrochen. Können wir bitte noch mal einblenden, was du meintest zu eben? Als ich meinte, mehr als. Was? Mehr als 5 wird kritisch. Können wir das noch mal einblenden? Schreiben wir noch mal ein, ne? Okay. Schade, Marmelade, aber ist mir eigentlich relativ wumpe. Dodo verliert ein Leben. Ist doch geil, ihr Digga. Seht jetzt den 9-Punkte-Stand und der Bruder hier hat ein Leben verloren, während der Bruder hier immer noch im Plus ist. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten und somit dritten Runde und spielen 360 Grad. Frage ist, wie oft kannst du dich um deine eigene Achse in 60 Sekunden drehen? Die Frage ist, wie oft hast du Bock, dich zu drehen? Das ist genau die richtige Frage. Das ist genau die richtige Frage. Das ist, also ich sag jetzt schon mal, Kotzen ist, also ich habe so viel getrunken, wenn ich das mache, ich falle erstens hier runter. Boah, wir sind jetzt schon spät. Also wirst du schon mal nicht hochpokern. Also sag den Sohn Scheiß. Das ist halt, das ist jetzt Psychologie. Vielleicht habe ich umgekehrte Psychologie gemacht. Ich fang niedrig an 10. Das Ding ist, man muss sich ja immer so einen Punkt suchen. Und immer, wenn man gedreht ist, kurz diesen Punkt fokussieren, ja, wird einem nicht schwindelig. So. Muss man, gibt es Vorschreibungen oder kann man auch entspringen? Digga, du bist so flink, du willst, Mann. Oh. Ich mach 15 Stück. Ich war früher Ballett getanzt, ja. Ehrlich jetzt. Mach einfach so. Wie, du hast Ballett getanzt? Das hat so lange gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Ja, ich schwör. Voll. Was hast du alles gemacht für den deutschen Pass, Digga? Okay, komm. Ich sag 17. Bei dir ist mehr Newton-Meter, Digga. Mehr Drehmoment, Digga. Brauch langsam am Punkt 20. 25. Eigentlich schafft man. Ich dreh mich 30 Mal. Das 31. 2 Sekunden pro Drehung. 31. Okay, ich bin, ne? 32. Ich mach eigentlich noch 33. Ich mach 34. 34 ist menschlich machbar. Ja, ist machbar, aber ich mach's nicht, weil ich wollte euch hochpokern. 35. Oh, Digga, krass, Mann. 36. Oh! Oh. Ich hab mir Zahlen gesetzt. Ich muss passen. Ich hab schon einen Punkt und 36 wäre mir zu heiß. Ich werde auch noch nervös. Komm, Digga, aber 37 ist nicht viel weiter weg. 37, also ein mehr kann man wohl machen, Digga. Ich krieg Krämpfe. So schwindelig, scheiße. Digga, vor allem, er hat gerade noch diesen Energy noch weggezogen. Ja, Arman, du darfst gerade. Ich brauch Power noch für die anderen Challenges. Und damit ist Arman 37 Mal der neue Challenger und darf 37 Mal sich um die eigene Achse drehen. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digga, mehr langsamer. 12. 13, komm! Oh. 14, 15, 16, komm! 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24. Du schaffst noch 25, 26, 27, 30, komm, 7 noch, 31, 32, 33, 34, 6. Ja, geschafft. Ja! Digga, noch 20 Sekunden. Ja, noch mehr. Digga, ach. Flexer, Digga. Digga, heftig, was laberst du, Digga? Heftig, Mann. Ey. Guck mal, wie das deine Hände sind. Freunde, Arman hat die Runde geholt und somit einen Punkt geholt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Runde. Ich bin begeistert. Ich bin ehrlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass Arman das so meisterhaft lösen wird. Naja, ist aber geil. Wir machen weiter mit der vierten Runde. Ihr seht jetzt noch einmal den Punktestand. Nächste Aufgabe ist etwas entspannter, würde ich mal sagen. Und zwar, wie viele Matheaufgaben der fünften Klasse kannst du in einer Minute lösen? Was macht man in der fünften Klasse? Ja, das war gemein, glaube ich. Da fängt ja, das an. Das ist das große 1x1, ne? Ja, ja, das große 7x7, 49. Nein, 12x12 und sowas. Was glaubst du? Natürlich. Fünfte Klasse? Ja. Okay, ich sag, ich mach 5 Matheaufgaben in einer Minute. Ich sag 8. Ich sag 8. Ich bin raus. Echt? Was? Was? Ist das nicht viel schwerer? Ich glaube, 5. Denkt ihr, es ist so 5 plus 5 und sowas? Nein. Das ist nein, aber so. Weil ich glaube, wirklich klein ist einmal 1. Bist du raus also? Fünfte Klasse. Ja. Ich habe da gar keine Einschätzung für. Ja, ich bin raus. Ich mach 9. Wir machen 9 Matheaufgaben. Der fünften Klasse in einer Minute. Ich glaube, ich mache 10, weil das noch realistisch ist mit dem Vorlesen, Verstehen. Ne? Das ist noch realistisch, aber ich glaube, viel mehr darüber kann nicht gehen. Nicht, weil man es vielleicht nicht lösen kann, sondern weil das mit dem Stellen ein Problem wird. Also, check dir, was ich meine. Ich wäre so sauer, wenn jetzt kommt 6x6, 36, 7x7, 49. Ich wäre richtig sauer, wenn ich jetzt nicht sage, ey. Ich muss ja auch Risiko eingehen, Digga. Entweder ich mache jetzt einen Punkt du oder. Du kannst nicht mal 8 Steine aufstellen, damit du mit 10 Matheaufgaben löst. Dodo tritt die nächste Runde an. 7 waren das, ne? 10. Und löst 10 Matheaufgaben in 60 Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Das wird zu schwer sein. Los. 23 plus 244. Was laberst du? Achso, 260, 267. Jo, 310 plus 410. 720. 25 mal 50. 25 mal 50? Ja, kannst auch weiter. Weiter. 91 minus 66. 32. Falsch. Falsch, weiter. Okay, weiter. 970 minus 280. Digga, 490. Falsch. 30 mal 70. 2100. Jo. 55 plus 18. 55 plus 18? Ja. 60, 70, 73. Ja. 550 minus 390. 40 mal 900. 5400. Nein. Scheiße. 30 mal 20. 600. Ja. 135 plus 336. 135 plus 336? Ja. Boah, fuck, Digga. Kannst du weiter sagen? Weiter, aber scheiße. 17 plus 77. Digga, 17. 80, 87? Nein. Oh, bye. Wie viel habe ich geschafft? 5. Ah, was laberst du? Gar nicht mal so schlecht. Ich bin so schlecht im Kopfrechnen, Digga. Komm mit zum Spiel Nummer 5! Ja, ich bin ein bisschen krank. Chat, falls du es noch nicht wissen. Spiel Nummer 5 heißt, wie viele Kleidungsstücke kannst du in 60 Sekunden anziehen? Anziehen! Ich bin direkt raus, weil mir deine Sachen gar nicht passen. Also ich versuch's gar nicht erst. Ich bin raus. Ich versuch's gar nicht erst. Ja, ich schwör, sonst hab ich minus 3, ich mach mich zum Affen hier, Digga. Man muss es einfach mal machen. Einen schaffst du noch. Okay, dann sag ich ein. 6. 6? 7. Ich brauchst mich gar nicht angucken. Ich hätte 7 gesagt, weil ich 7 heiße. So, aber jetzt, wo ich jetzt 8 sein muss, bin ich echt am Überlegen, ob man das trinkt. Ich glaube, 8 will ich nicht. Ich habe schon einen. Ich habe schon einen drin. Und ich bin ehrlich, ich will nicht. Ich muss aufholen, ich sag 8. Okay, ich bin raus. Ja! Und damit tritt Oskar die nächste Runde an und muss jetzt 8 Klamottenstücke innerhalb von einer Minute bzw. 60 Sekunden anziehen. 3, 2, 1, go! Go! Oh, das hat viel Zeit gekostet. Das hat viel Zeit gekostet. 7. Aber top, schön. 6. Oh, Digga, ja. Stark, komm, weiter. Noch 5.
Drei Sachen hat er. Hälfte. Oh, vier Sachen hat er. Ja, schafft er. Fünf hat er. Sechs. Schafft er. Schafft er locker. 30 Sekunden noch. Sieben. Ganz stark. Ja. Damn! Was für ein Business-Monster, Amas-Besitzer, Digga. Ich hab immer Krämpfe. Also, 10 hätte man easy machen können, ne? Ist das 10 hätte man machen können. Ist gar nicht mal so schlecht. Die Schwester, das ist schon gut, Digga. Kann man das ja, kaufen? Ich hätte noch die Schuhe. Ja. Ja. Und die Jacke jetzt auch noch. Was will? Das würde ich sagen. Oskar hat die Runde geholt und Jörg hat immer noch keinen Punkt. Spiel Nummer 5 wurde erfolgreich abgeschlossen von Fitness-Oskar! Und damit hier der neue Punktestand. Und somit kommen wir in die nächste Runde, und zwar die 6. Runde. Und das Spiel, das könnte für Gehirnfrust sorgen. Und zwar stellt sich die Frage, wie viel Kaktuseis schaffst du in 60 Sekunden zu essen? 10. Was? Was? Das Ding ist, ich bin richtig empfindlich bei diesen 10. Ich kann das nicht mit meinen 10, oder? Ich bin auch eine Bitch, was das angeht. Diese Kälte bin ich raus, leider. Ich bin ehrlich, ihr kennt mich da draußen. Ich und Kälte sind keine Freunde. Wären wir bei 4 gewesen, wäre ich sogar raus gewesen. Was? Und Oskar hat mit 10 einen Meilenstein einfach rausgeschaltet. Und das will ich sehen, weil ich liebe, wenn Oskar Gehirnfrost kriegt. Oskar. 13. Ich muss! Ja, Digga, was soll ich da machen? 16. Ich bin raus, Digga. Nein, ich bin raus, Digga. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt nochmal verliere, blamier ich mich. Also bist du raus? Ja, ich kann. Ich hatte mir in meinen Kopf ein Limit von 20 gesetzt. Boah. Bis dahin wäre ich noch gegangen. Krass. Aber 16 muss ich machen. Her mit den Dinger. Ich 3, 2, 1, go! Ja, worüber reden wir hier? Aber er muss die essen, ne? Mund zu. Worüber reden wir hier? Aber er könnte Griff rausgehen. Hier. Die sind schon kalt. Komm. 6. Boah, ja, 9. Oskar fängt an, Oskar Sachen zu machen. Ich hasse das. Junge, er hat das doch schon fast geschafft. Junge, er braucht ja auch noch 9 oder so. Worüber reden wir? Er muss noch runterschlucken. Oh oh, das wird knapp. 19. 18, das 17, knapp. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, er wird gleich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was laberst du? Oh, das war doch nicht so einfach wieder. Das war schon die Grenze. Ja, und ich glaube, die zwei hätten mich gekillt. Yeah. Und somit geht Fitness-Oskar in Führung. Ja, dreht zum ersten Mal mit, Digga, und spielt mit und geht direkt in Führung. Er rasiert einfach alles, Digga. Aber das war stark, Runde Nummer 7 gehört bestimmt. 7. Runde Nummer 7. Und zwar spielen wir etwas, wo wir unsere Bälle brauchen. Nicht unsere eigenen Bälle. Was? Oh, alle falsch verstanden. Aber wir spielen Hochhalten. Geil, die Frage Mann. Ist, wie oft kannst du in 60 Sekunden einen Ball hochhalten? Weil du kannst ja sagen 70, wenn es so einfach ist. Komm, sag jetzt 70. 70! Wollen wir jetzt direkt bei 70 einsteigen? Du, nicht wir. Warum wir? Du. Boah. 71? Ich bin 71. Okay, okay. Dann bin ich 72. Fertig, ist nicht schön. Kein Problem. Okay, 73. 75. 76. 77. 80. 85. Kannst du bist spielen? Immer noch nicht dran! 85. 96. Ja, egal, scheiß auf 91. Ich bin trotzdem raus. Ich muss selber ehrlich zu mir sein, dafür reicht meine Skills auch nicht. Boah, bei 91 dann schon alle aus. Ja, okay, ich will auch sehen. Okay. Was jetzt? 91. Ich will sehen. 91 Stück von Amaninho, Digga! Amaninho! Aman ist der Meinung, dass er den Ball. Wie oft? 91 Mal in 60 Sekunden hochhalten kann. Und Arman ist ready. Unser Timerboy ist am Start. Und unser Zähler aus Polen eingeflogen. Wenn du ready bist, bin ich ready. Okay,
Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Oh, vorbei, vorbei. Er schafft es nicht. Oh, er holt auf. Oh. 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 Oh, 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 komm, 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 komm. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ah! Oh. Ah, komm, 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 das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, Junge, komm, Junge. Ja, Junge. Ja! Stark, stark. Willkommen hier im Estadio Bernabeu. Stark, aber hier rum. Oh mein Gott. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, was ihr da macht in. Oh mein Gott, guckt euch diesen leichtfüßigen Mann. 90. Oh, geschafft. Digga! Ich war nervös, Digga. Geschafft. Ich dachte, gute Technik. Ja. Richtig gute Technik. Hast du es geschafft? Erst den Power dabei. 10, 12 Sekunden noch. Easy. Easy. Kranke Scheiße, Digga. You can call me Cristiano. Hast du auch 90 gezählt? Kranke ich hab Scheiße, gezählt. Also, ich war so nervös. Ich hoffe, ich hab richtig gezählt. Aber er hätte es easy geschafft. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur alles entscheidenden Runde. Freunde, letzte Runde. Noch einmal kurz den Punktestand. Oscar hat 2 Punkte. Armaninho hat 2 Punkte. Ich habe 1 Punkt und Dodo ist eigentlich schon so gut wie raus. Und die letzte Runde ist eigentlich die schwerste. Und zwar nennt sich die Disziplin Meterlaufen, sage ich mal. Die Frage ist also, wie viel Meter kannst du in 60 Sekunden zurücklegen? Das wird eines der schwersten Aufgaben heute und eines, wo man am meisten Körperspirit braucht. Ich sag euch ganz ehrlich, ich laufe euch die 350 Meter. Was? Was? Das ist schon hoch gesagt, das ist richtig hoch. 350 Meter. Digga. Er hat den längsten Schritt. Ja. Ich hab's mit, ja, das auch, aber ich hab's mit Sprinten. Also das Ding ist, was man glaube ich nicht glaubt, ich bin derbe schnell. Aber ich hab keine Ausdauer. Bin raus. Kannst du dich mal eine Minute durchziehen? Nein, ich schaff das nicht. Also ja, doch kann ich, aber ich schaff keine 350 Meter, glaube ich. Ja, aber jetzt so gar nichts hier zu machen. Ich will ja gewinnen und nicht gewinnen, weil du verlierst. Stark. 351. Ich muss leider passen. Ja, das ist aber auch realistisch. Weil wenn er gerade sagt, dass Ado das in 53 Sekunden geschafft hat. 400 Meter. Ja, aber 400, aber guck mal, Ado, aber er hat Bundesliga gespielt, oder? 50 Meter ist viel. Er hat Bundesliga gespielt. Guck mal, egal, ich nehme 352. Krass. Also stechen zwischen Oscar und er will in seinem Video nochmal hier beweisen. Ja. Was wäre, wenn die beide gegeneinander... Der mehr schafft in einer Minute, das ist fair. Der hätte mir eine Platzierung. Also ich bin eh raus, ich hätte das nicht mehr reißen können. Das war kein schlechter Call. Das war stark, Amre. Ich bin raus. Dann müsste einer die Minus 1 Du müsstest auch antreten. An sich schon, aber ich bin... Okay, Oscar, bist du bei 351 noch mit dabei? Oder? Achso, 52. 52. diesen 1 Meter. Also, bevor man aufgibt, versuchen wir es, oder? Stark. Das ist stark. Dann würde ich sagen, ziehen wir unsere Sportsachen an und gehen ab auf die Piste. So Freunde, hier habt ihr die Rekorde des HSVs. Und wir haben uns mal gerade angeguckt, 400 Meter ist Annika Ahlens in 53 Sekunden gelaufen. Haben wir noch hier eine 18-Jährige, die ist 55 Sekunden gelaufen. Das heißt, wir sind zwar keine Leichtathleten, ich und Oscar, aber wir müssen 50 Meter weniger laufen und haben 5 Sekunden mehr Zeit. Ähnlich fühlt sich es machbar an. Ich würde sagen, der weiterkommt, kriegt 1 Punkt, nee, 2 Punkte und der zweite kriegt 1 Punkt, wenn er es schafft. Ja. Okay. Okay. In einer Minute einmal rum. Junge, das ist machbar, aber du bist nach der Hälfte schon matsch. Wir sind an der Startlinie und müssen gleich 352 Meter laufen und haben dafür 60 Sekunden Zeit. Ich bin sowas von aufgeregt. Oh, ich muss so pinkeln. Ja, unglaublich. Wer mehr Meter in 60 Sekunden schafft, kriegt 1 Punkt mehr. Und der es trotzdem schafft in 60 Sekunden, 352 Meter, kriegt nur 1 Punkt. Der weiterkommt, kriegt 2 Punkte. Das wird geil. Okay. Ich glaube, Arman ist er bereit, ja. Aber das wird auf die Plätze, fertig, los! Da kommen die Jungs.
Stark. Schnell. Ich war bei weitem nicht so schnell wie er. Ich habe mir die Zeit, die Kraft ein bisschen mehr aufgeteilt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hatte keine Zeit mehr, glaube ich. Ich habe es nur geschafft, weil ich mit Stoppo gelaufen bin. Ich habe gesehen, dass ich noch 10 Sekunden habe und dann bin ich durchgezogen. Mit Stoppo bist du gelaufen? Ja, ich dann nicht, glaube ich. Ja, hattest du die Stoppo? Ich habe Stoppo. Du warst echt schnell, Mann. Das war die Frage. Ich dachte mir, ich hole ihn noch auf und dann war die Zeit weg. Oskar hat ja gesagt, wer weiterkommt nach 60 Sekunden, und die Ziellinie überquert auch noch, kriegt 2 Punkte. Krieg 0. Und Oskar kriegt gar keinen. Ich krieg nicht minus 1. Ich hab mich ja überschätzt. Du kriegst sogar minus 1. Dann kriegst du 1. Dann krieg ich noch 1. Hey. Das heißt, ich hab 3. Und du hast nur 2. Digga. Und ich hab meinen Punkt verloren. Ich war jetzt um Tränen. Ihr wisst, warum er schneller ist, ne? Ihr wisst. Was? Auf jeden Fall, Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Ihr könnt Fitness-Oskar abonnieren. Ihr könnt Fitnessquartier abonnieren. Tschüss. Wing Dodo, Nummer hinter der Kamera. Dodo ist der Letzte. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Wings Perfekte Minute. Peace.